Moin und herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Video. Hier ist es. Ich habe es bestellt bei Lego, den Botanischen Garten. Ist sogar noch auch wieder verschlossen. Kam gestern mit dem Paketdienst an. Mal aufschließen. Mich hat das ja echt gewundert, dass mittlerweile das Set hier in so einem Umkarton noch kommt. Habe ich eigentlich nicht mit gerechnet. Meistens ist das ja eigentlich nur so, dass sie in einen Karton geliefert werden bei Lego. Also in einen Umkarton. Hier sind jetzt zwei Umkartons. Einmal der und nochmal der oben drüber war. So sieht das große neue Modular-Set aus. Botanischer Garten von Lego Ideas. Hat eine Altersempfehlung von 18 Jahren plus, hat 3792 Teile und hat die Nummer 21353. So. Machen wir den Karton mal weg. Na, hier oben drauf haben wir die ganzen kleinen Minifiguren, die abgebildet sind. Den finde ich besonders lustig hier. Der hat sogar so einen Laubbläser in der Hand. Das finde ich mega cool. Das hat man so auch noch nicht gesehen. Genau, bei den anderen Leuten. Oder hier mal eine andere Handtasche. Ah, sonst hier Schere. Obwohl, der ist auch witzig. Der ist auch neu. Haben wir hier Kopfhörer. Alles andere hat man alles schon mal gehabt, würde ich sagen. So sieht es auf der Rückseite aus. Schönes, großes, weißes Gebäude. Ich bin echt gespannt, wie hier der Aufbau ist. So, was haben wir hier? Hier haben wir die Grundmaße 51 cm in der Breite. Es ergibt sich daraus, weil wir 2x32, also weil wir zwei Platten haben, a 32x32 Noppen. Also entspricht pro Platte 25,5 cm. Das mal 2 entspricht halt die 51 cm. Von unten 6 zu sehen. Genau. Dann würde ich sagen, schauen wir noch einmal eben kurz rein. So, habe ich mein Messer hingelegt hier. Ah, okay, es sind überall diesmal Aufkleber. So haben wir auch noch nicht gehabt. Dass man wirklich den Karton hochhebt. Öfters mal was Neues. So, drehen wir nochmal um. Jetzt kann man den Deckel hochheben. So, was erwartet uns. Finde ich wieder sehr, sehr gut. Keine Plastiktüten, sondern wirklich Papiertüten. Alle wieder schön beschriftet, so wie man das bei Lego kennt. Hier haben wir noch einen Karton drin. Das schauen wir auch einmal gemeinsam rein. Da zugeklebt. Zack, zack. Ja, das Set kostet 329,99 €. Wir haben es aktuell bestellt. Gab es auch noch zwei Zugaben dazu. So, noch mehr Tüten. Dann haben wir hier schön Gläser einzeln verpackt. Noch mehr Scheiben. Noch eine Scheibe, noch eine Scheibe. Hier die beiden Grundplatten, 32 mit 32 Noppen. Und die Aufbauanleitung. So. Ach, was ich da schon wieder sehe, sind Aufkleber. Aber Gott sei Dank anscheinend nicht so viele. Hier haben wir einmal 5 Aufkleber. Ich hoffe, das waren wirklich alle. Hier ist nichts mehr drin. Und ein richtig dickes Buch von der Anleitung her, Aufbauanleitung. Oh, alles wieder in Schwarz. Hier vorne noch eine kleine Geschichte, würde ich sagen. Und das ganze Buch hat insgesamt 393 Seiten. Womit wir, wie viele Bauabschnitte haben, 463 Bauabschnitte, genau, so
So sieht es dann am Ende dann aus, wenn es fertig gebaut ist. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich das Set nicht ganz so toll finde, da man ja wirklich hier vorne keinen Gehweg hat. Wenn man das Haus natürlich einbaut in einer Klemmbausteine Stadt, dann sind generell immer die Fußwege vorne vor. Und wenn man das jetzt direkt an die Straße baut, ich werde es euch zeigen, was ich meine. Ich hätte es besser gefunden, wenn man trotzdem noch einen Gehweg gehabt hätte, der durchgeht bis halt zu der nächsten Grundplatte. Aber das schauen wir uns an, wenn es fertig ist. So, ich würde sagen, dann fangen wir mal an aufzubauen. Viel Spaß beim Zuschauen. Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
Thank you.